Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer aus der Premier League hier. Meta-Partie Everton gegen Manchester United. Wir sehen hier also ein Spiel, wo Everton, also zur Lage aktuell, schon ein bisschen der Favorit ist. Hätte man vor der Saison vielleicht auch nicht gedacht. Zwei Spieler im Fokus, auf der einen Seite Rodriguez, auf der anderen Seite Fernandes. Und da sehen wir schon mal Rodriguez in der Mitte. Der Ex-Spieler von großen Vereinen. Und er hier, Fernandes, kam ja aus Lissabon. Letzte Saison schon. Ja, und dann gehen wir doch mal hier in die Aufstellung rein. Starten natürlich mit der Heimmannschaft von Everton. Die Männer in Blau, wie wir hier schon sehen können. Einige sehen wir hier auch schon an Gesichtern. Top-Spieler natürlich auch vorne drin, aber jetzt kommt sie. Pickford ist im Kasten, das haben wir ja schon gesehen. 4-3-3 ist es am Ende geworden. Coleman, Mina, Keane und Dyer in der Innenverteidigung davor. Allen und Gomez und im Sturm Rodriguez, Calvert-Lewin und Richardson. Das ist meine Ansage und somit hat Ancelotti auch keine Angst vor dem großen Namen Manchester United, die so antreten. De Gea im Kasten, 4-2-3-1 ist es. Lindelöf, Maguire in der Innenverteidigung, davor Pogba, Matic in der Offensive, Greenwood, Fernandes und Rashford und im Sturm Martial. Solskjaer kann außerdem ja noch Van der Beek und Cavani einwechseln. Spiel ist gestartet, Everton hat angestoßen, spielt von links nach rechts, wie gesagt in den blau-weißen Trikots Manchester United, wie man sie kennt, in rot-weiß. Und da könnte der erste Angriff entstehen, Richardson. Aber der bleibt hängen und wir springen die 28. Spielminute. Martial, Pogba, Martial, spielt auch Rashford, linke Flügelseite, wieder Martial. Jetzt müsste aber schießen, Martial schießt und... Oh. Erste Annäherung in dieser Partie von irgendeiner Mannschaft aufs gegnerische Tor. Und deutlich zu hoch, aber dafür haben wir Bildprobleme. 35. Spielminute und wir sehen, dass Manchester United hier so langsam das Heft in die Hand nimmt. Greenwood super auf Bisaka. Bisaka flankt rein, da ist Fernandes und der trifft nicht richtig. Riesenchance für die Gäste aus Manchester hier. Zum 1-0, da sehen wir es nochmal. Pickford wäre niemals da dran gekommen. Der hätte niemals so reagieren können. Aber er schafft es nicht, das Tor zu erzielen. 44. Spielminute und die Gastgeber kommen mal wieder. Mit Dyer, Richardson, Dying, Gomez. Gomez kann gut schießen. Gomez, er schießt aber nicht. Jetzt doch schießt er. Und der Herr mit einer Riesenparade. So viel Platz darfst du ihm nicht geben, dem Gomez. Das sieht man hier an der Schussqualität und einfach an der Stärke auch. Aber der Herr ist ein guter Torwart und holt sich den also. Und lenkt ihn zur Ecke. Aber es gibt ja dafür eine Ecke und die tritt von der linken Seite Dying. Die kommt rein. Aber geklärt. Und jetzt sind wir schon in der Nachspielzeit. Der ersten Halbzeit. Manchester United macht hier auch nicht wirklich die Anstalten, nach vorne zu spielen. Ich denke mal, sie wollen erstmal so in die Halbzeitpause. Fernandes. Und jetzt ist Halbzeit. Also, 0-0, aber ja, es geht natürlich besser. Manchester United war für mich hier besser drin auf jeden Fall. Everton hat vielleicht doch ein bisschen Respekt vor den Namen der gegnerischen Mannschaft. Müssen sie aber eigentlich auch nicht haben. Mal sehen, was jetzt hier noch aus der zweiten Halbzeit kommt. Aber erstmal die Statistiken hier der ersten 45 Minuten. 3-1 Schüsse für die Heimmannschaft. Aus dem 56% Ballbesitz. Und hier sehen wir noch ein bisschen Vorschau. Morgen 12 Uhr. Das Spiel der Spiele in Deutschland. Es wird gefährlich vielleicht für den FC Bayern. Denn die Dortmunder empfangen sie zu Hause im Signal Iduna Park. Das ist aber eine andere Sache. Das Video kommt um 12. Wir starten erstmal hier in die zweite Halbzeit und sehen, dass es erstmal keinen Wechsel gab. Auf beiden Seiten nicht. Und Fernandes greift an. Wollte jedenfalls. Und wir sind in der 64. Spielminute. Da ist Martial. Martial über die
Zwischenstation Pogba. Da ist Fernandes. Der wird gelegt, aber es war nichts, wie es aussieht. Super zurückgeholt. Da ist Fernandes. Super Drehung und den macht er nicht. Der geht an den Pfosten. 66. Spielminute. Riesenchance für den Portugiesen. 72. Spielminute. Wieder die in Rot gekleideten Spieler aus Manchester. Rashford. Rashford, da ist Martial an die Latte. Und Nachschuss nichts. Pickford holt sich den Ball. Aber was kann hier Everton denn noch alles an Glück haben? 82. Spielminute. Erster Wechsel. Drews geht runter. Sigurdsson kommt für ihn. Und Matic geht runter. Dafür wird es offensichtlich bei den Gästen. Van der Beek soll noch ein bisschen Spiel Verbesserung bringen. André Gomes geht auch runter bei der Heimmannschaft. Dafür Fabian Delph in die Partie rein. Und jetzt sind wir also schon von der Spielminute her kurz vor Ende. 91. Spielminute und die Gäste aus Manchester greifen nochmal an mit Martial. Fernandes. Fernandes macht viel in dieser Partie. Shaw. Fernandes. Bruno Fernandes. Setzt er sich durch? Nee, setzt er sich nicht. Mina hat ihn. Und das war's. 0:0 Ende diese Partie, die in der ersten Halbzeit gar nicht so schlecht gelaufen ist. Aber Everton sichert sich den nächsten Punkt zu Hause gegen ein Top-Team aus der Premier League. Das ist wahrscheinlich eine gute Erkenntnis für Ancelotti. Kein Gegentor kassiert vor allem auch. Und dann gucken wir uns mal die Statistiken der 90 Minuten an. Ausgeglichene Partie, wir sehen es hier in allen wichtigen Statistiken, also gerechtes Unentschieden. Hätte aber auch ein gerechtes Unentschieden sein können mit 3:3 Toren, haben wir nicht bekommen. War so ein bisschen Spannung im Spiel gewesen und das war also die Preview hier. Everton gegen Manchester United. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Däumchen da lassen, ein Kanal Abo noch und dann sehen wir uns bei der nächsten Preview wieder, vielleicht um 18 Uhr. Gibt es ja noch eine Preview aus der Premier League. Bis dahin sage ich ciao, bleibt sportlich und tschüssi.